Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Herr Kollege Sohn, ich möchte an dieser Stelle doch schon mal sagen, dass ich, wie glaube ich, die Mehrheit dieses Hauses und ich glaube auch einige Mitglieder Ihrer Fraktion bestürzt bin, über Ihren Beitrag, Ihre marxistische Dialektik bei einem solchen Thema anzubringen. Das finde ich menschenverachtend und das finde ich auch der Würde des Hauses nicht angemessen, meine Damen und Herren. Ich glaube, die beispiellosen Naturkatastrophen in Japan haben uns alle in den vergangenen Tagen über alle Maßen schockiert. Sie haben uns eindringlich vor Augen geführt, dass Naturgewalten stärker sind als jede menschliche Zivilisation, stärker sind als Schutzmaßnahmen, stärker als alle Deiche, Staudämme oder Mauern. Und es wurde uns demonstriert, dass die Aneinanderreihung verschiedener Glieder einer Kettenreaktion jedes menschliche Frühwarnsystem überwinden kann. Es gab in der Geschichte immer wieder Katastrophen, die in kürzester Zeit eine Diskussion über eine bestimmte Technologie quasi über Nacht eine neue Richtung gegeben haben. Der Untergang der Titanic etwa oder der Absturz des Zeppelins Hindenburg haben dem Menschen die Grenzen seiner technischen Fähigkeiten aufgezeigt, ihn für eine gewisse Zeit Demut gegenüber der Natur zurückgegeben. Auch die Explosion der Challenger-Raumfähre hat die bemannte Raumfahrt zur Disposition gestellt und genauso muss die Situation in Fukushima und den anderen bedrohten Kernkraftwerken als Folge des Tsunamis zu Diskussionen über die Nutzung der Kernenergie in Deutschland führen. Ganz egal, in wie vielen Kraftwerken es tatsächlich zu einer Kernschmelze gekommen ist oder noch kommen wird, meine Damen und Herren. Die Welt und auch die Menschen in Niedersachsen sind in diesen Tagen paralysiert und verfolgen gleichermaßen mit Angst und Mitgefühl die Ereignisse in Japan. Ich glaube, dass sich die Naturkatastrophen der vergangenen Tage in das kollektive Gedächtnis der Menschen einbrennen werden, gerade auch deswegen, weil sie innerhalb so kurzer Zeit ein ähnlich hochentwickeltes Land wie Deutschland um Jahrzehnte zurückgeworfen haben. Doch in vielen Jahren werden sich die Menschen in Deutschland noch sehr genau an ihre Gefühle erinnern, die sie empfunden haben, als sie die Meldungen über das Erdbeben, die Flutwelle, die Probleme in den Kernreaktoren vernommen haben. Sie werden sich daran erinnern, wo sie gelebt und was sie gerade getan haben, wie etwa beim 11. September 2001, oder auch um ein positives Ereignis zu nennen, wie beim Fall der Mauer im September 1989. Diese historischen Ereignisse haben in ihrem jeweiligen geschichtlichen Kontext immer zu einer Zäsur geführt. Und eine Zäsur bedeutet immer die Chance für einen Neuanfang, die manchmal genutzt wurde, manchmal ungenutzt verstrichen ist. Wir, meine Damen und Herren, wollen diese Chance zur Zäsur im Jahre 2011 nutzen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir Politiker diese Zäsur nutzen, um die Energiepolitik ein Stück weit auch aus den alltäglichen parteipolitischen Auseinandersetzungen herauszulösen. Denn anders als in einigen anderen Politikbereichen sind wir uns über das Ziel von Energiepolitik doch eigentlich parteiübergreifend einig. Energie muss jederzeit verfügbar sein, muss preisgünstig sein und muss gleichzeitig umweltverträglich erzeugt werden. Wenn wir uns hinter diesem Dreiklang wiederfinden, müsste doch der Pragmatismus im Vordergrund stehen können und nicht Parteipolitik. Es geht jedoch gar nicht um ideologische Fragen, die sich innerhalb der üblichen Spannungsverhältnisse bewegen, die wir sonst häufig zu debattieren haben. Individualität oder Kollektivismus, Freiheit oder Bevormundung oder Privat kontra Staat. Es muss uns Demokraten doch gelingen, diese Herausforderung gemeinsam pragmatisch zu stemmen, weil sie eben existenzielle Grundlage für unseren Wohlstand ist, für unsere Umwelt, aber auch gleichzeitig für den sozialen Frieden in Deutschland, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass Politik jetzt zwei Lektionen lernen muss. Sie muss unter Beweis stellen, dass sie nicht statisch ist, sondern dass sie aus Ereignissen lernen kann, dass sie in der Lage ist, sich neuen Situationen und Herausforderungen zu stellen. Die Bundesregierung hat verkündet, die beschlossene Laufzeitverlängerung mit einem dreimonatigen Moratorium zu belegen und die Sicherheitssysteme der deutschen Kernkraftwerke zu überprüfen. Ich glaube nach wie vor, dass sie weltweit zu den sichersten gehören, aber beide Entscheidungen sind vor dem Hintergrund der Ereignisse in Japan natürlich richtig. Die Sicherheit unserer Kraftwerke hat in der Vergangenheit und muss auch in der Zukunft bis zum vollständigen Ausstieg oberste Priorität besitzen. Auch wenn ein Erdbeben und anschließender Tsunami für einen Inselstaat wie Japan, der an der Grenze zweier tektonischer Platten liegt, ein deutlich realeres Szenario darstellt als für Deutschland, ändert das nichts an der Richtigkeit des Moratoriums und der Überprüfung der Sicherheitssysteme.
Denn die Frage nach der Größe des Restrisikos, des berühmten Restrisikos, führt uns ja nicht wirklich weiter. Dieses Restrisiko ist in Japan eingetreten und gilt mit anderen Variablen auch für Deutschland. Und unsere Fantasie reicht aus, um Katastrophenszenarien zu erdenken, die unabhängig von einem Tsunami auch für die deutschen Kraftwerke eine Gefahr darstellen könnten. Das Restrisiko wird sich nur vollständig ausschalten lassen, wenn man mittelfristig aus der Kerntechnologie aussteigt. Unsere Gesellschaft wird sich aber dann auch die Frage stellen müssen, wie sie ganz grundsätzlich mit dem Phänomen des Restrisikos umgeht. Denn nicht alles, was Restrisiken beinhaltet, können oder wollen wir verbieten, meine Damen und Herren. In Krankenhäusern können hunderte Menschen gleichzeitig eine Salmonellenvergiftung erleiden und daran sterben. Durch Flugreisen oder internationalen Handel können Epidemien eingeschleppt werden. Und wer kann heute eigentlich mit Sicherheit sagen, dass die Handystrahlung, der wir in Mitteleuropa überall und hundertfach und tausendfach ausgesetzt sind, übrigens auch innerhalb dieses Plenarsaals, nicht irgendwann dazu führt, dass Menschen an Krebs erkranken oder vielleicht unfruchtbar werden? Restrisiken sind Teil unseres Alltags und Preis für unseren Fortschritt. Die Vermeidung jeglichen Restrisikos führt zum Stillstand einer Gesellschaft, verhindert ihre Mobilität, verhindert Kommunikation, verhindert auch Innovation in der Medizin, verhindert auch ihre Existenz. Vor genau dieser Diskussion, das berühmte Restrisiko auch in allen anderen Bereichen dieser Gesellschaft ausschalten zu wollen, habe ich Sorge, weil ich diese Geisteshaltung bei einigen Politikern schon kennengelernt habe. Das habe ich ausdrücklich nicht gesagt. Und ich hoffe, dass Sie das auch so verstanden haben, denn es ist mir wichtig, dass das alle in diesem Haus richtig verstehen. Meine Damen und Herren, Politik muss meines Erachtens noch eine zweite Lektion lernen. Ich glaube, wir Politiker müssen uns alle gemeinsam der Herausforderung stellen, auch in Zeiten von Stuttgart 21 den Menschen klipp und klar zu vermitteln, dass keine Form der Energieerzeugung, auch keine erneuerbare, gänzlich ohne Belastung für die Menschen auskommt. Wer offshore möchte, muss mit Stromtrassen leben und stört auch Schweinswale. Wer auf fossile Brennträger setzt, muss CO2-Ausstoß akzeptieren. Wer auf Gasproduktion setzt, wird in Einzelfällen den Menschen die Probleme bei der Förderung erklären müssen. Ich glaube, dass unsere zentrale Aufgabe ist, diese Herausforderung anzunehmen, die Kommunikation mit den Menschen auch über die Beeinträchtigung von Energiegewinnung zu führen. Das ist unsere gemeinsame Herausforderung und wir strecken Ihnen heute die Hand entgegen, um die Zäsur, von der ich gesprochen habe, zu einem energiepolitischen Neuanfang zu nutzen. Ich bin gespannt und hoffe darauf, dass Sie sie ergreifen. Vielen Dank.